Heute wollen wir über Selbstständigkeit reden. Warum? Aus zwei Gründen. Erstens, das Auto, das Aspirin, unendlich viele Produkte, die man auf der ganzen Welt heute kennt, wurden in der letzten industriellen Revolution hier bei uns in Deutschland erfunden. In der Digitalisierung kommen das iPhone und andere grundlegende Innovationen allerdings häufig von der anderen Seite des Atlantiks. Warum ist das so? Wir glauben auch, weil es eben oft Gründer, weil es Leute, die was Neues unternehmen wollen, sind, die Ideen dann in Produkte und Dienstleistungen übersetzen. Und da sind wir in der Digitalisierung nicht gut genug und das wollen wir ändern. Der zweite Grund ist, für uns ist die Digitalisierung der Arbeitswelt vor allem auch eine riesige Chance für mehr Selbstbestimmung. Dazu gehört auch die Frage, will ich angestellt oder selbstständig sein? Oder vielleicht einen Zickzack-Lebenslauf machen, wo ich ein paar Jahre bei einem Unternehmen angestellt bin, dann vielleicht Lust habe, selber was zu gründen und mich selbstständig zu machen und irgendwann zurück in die Anstellung will. Und all das müssen wir einfacher machen. Wie aber ist heute die Situation in Deutschland? In den letzten Jahren ging die Gründungsquote immer weiter runter. Und das wollen wir ändern. Was ist dafür zu tun? Wir müssen uns überlegen, wie können wir Selbstständigen das Leben leichter machen und wie können wir dafür sorgen, dass es eine echte Kultur der Selbstständigkeit gibt. Wenn wir über Kultur der Selbstständigkeit reden, müssen wir uns ja fragen, wo wird dieses falsche Bild eigentlich vermittelt? Und wir glauben, das fängt schon ziemlich früh an. Schon die Ärzte haben früher gesungen, geh doch zu Onkel Werner in die Werkstatt, der gibt dir eine Festanstellung. Und heute ist das Bild von Selbstständigkeit schon in der Schule ein negatives. Zwei Drittel der Lehrer würden ihren Schülern nach repräsentativen Umfragen davon abraten, sich selbstständig zu machen oder zu gründen. Und das kann so nicht bleiben. Und deshalb sagen wir im 21. Jahrhundert, da brauchen wir an den Schulen nicht nur mehr Informatik, sondern auch ein Schulfach Wirtschaft. Damit niemand mehr die Schule verlässt, ohne zumindest Grundkenntnisse in Programmieren und Algorithmen zu haben und mit einem positiven, realistischen Bild von Unternehmertum und Entrepreneurship. Und auch in der politischen Debatte wird oft ein völlig falsches Bild vermittelt. Alles, was nicht angestellt, Vollzeit, nicht Zeitarbeit ist, ist schon nach wissenschaftlicher Definition atypisch. Und in der politischen Diskussion wird dann aus atypisch ganz schnell prekär. Und prekär, das ist dann ganz schnell problematisch, irgendwie nicht gleichwertig, auf jeden Fall negativ. Und unsere politischen Wettbewerber zeichnen oft ein Bild von Selbstständigkeit, für das man sich gar nicht freiwillig entscheiden kann, sondern in die man gedrängt wird, weil man keine andere Alternative hat oder ausgebeutet wird. Schon die Überschriften machen deutlich, dass viele Menschen den Weg in die Selbstständigkeit nur bedingt wählen. Für viele Menschen ist die Anmeldung eines Unternehmens nicht mit einer großen Innovation oder einer revolutionären Geschäftsidee verbunden. Oft ist es eben auch ein Schritt, der aus der Not herausgeboren wird, der dann schnell zur Scheinselbstständigkeit und damit auch schnell dazu führen kann, dass die Menschen sich selbst ausbeuten. Und genau so laufen die Debatten hier im Deutschen Bundestag ab. Selbstständigkeit, das ist nichts, wofür man sich freiwillig entscheidet, sondern das ist was, wo man gedrängt wird oder wo Ausbeutung droht. Und wir glauben, das hat mit der Realität nichts zu tun. Ihr seht, viel zu oft behandelt die Politik Selbstständige wie Erwerbstätige zweiter Klasse. Und damit muss Schluss sein. Unsere Vision ist eine Arbeitswelt, in der man nicht nur selbst bestimmen kann, wann und von wo man arbeitet, sondern eben auch, wie man tätig ist. Und deshalb brauchen wir eine Offensive für eine neue Kultur der Selbstständigkeit. Und da schlagen wir Freie Demokraten vier ganz konkrete Punkte vor. Erstens, ein modernes Statusfeststellungsverfahren. Zweitens, faire Gleichbehandlung in der Krankenversicherung. Drittens, eine vernünftige Lösung bei der Altersvorsorge. Und viertens, Förderinstrumente für Gründer und Selbstständige. Und wie wichtig gerade der erste Punkt ist, zeigt sich zum Beispiel auch daran, dass aktuell immer mehr große Firmen in Deutschland nicht mehr bereit sind, IT-Freelancer zu beschäftigen. Warum? Weil sie Angst vor der Rechtsunsicherheit haben. Und das müssen wir ändern, denn IT-Freelancer sind enorm wichtig, auch für die Innovationsfähigkeit unserer ganzen Gesellschaft. Statusfeststellungsverfahren klingt mega kompliziert. Und das Problem ist, genau das ist es auch. Und das müssen wir ändern. Denn das ist erstens heute super bürokratisch, zweitens ist es oft überhaupt nicht kalkulierbar für die Betroffenen und drittens schon in seiner Grundanlage absurd, denn Selbstständigkeit kann rechtlich gesehen in Deutschland nur dann vorliegen, wenn man beweist, dass man nicht angestellt ist. Und das wollen wir ändern. Wir wollen erstens ein modernes digitales Verfahren, zweitens echte Planbarkeit für diejenigen, die selbstständig sein wollen und drittens brauchen wir doch ein positives Bild von Selbstständigkeit und müssen das auch ins Gesetz schreiben. Zweitens, Fairness in der Krankenversicherung. Wenn sich Selbstständige heute gesetzlich krankenversichern, dann werden sie oft durch höhere Beiträge belastet als identisch verdienende Angestellte. Und das ist unfair. Wir müssen doch alle Erwerbsformen gleich behandeln. Drittens, Altersvorsorge. Es ist richtig und nur fair, dass auch Selbstständige fürs Alter vorsorgen müssen. Aber das, was die Regierung aktuell plant,
ist aus unserer Sicht nicht vernünftig. Und die Debatte über die Altersvorsorge von Selbstständigen zeigt auch, was für ein schräges Bild Union und SPD von Selbstständigkeit in diesem Land haben. Hubertus Heil lässt sich zitieren, dass es 3 Millionen Selbstständige gäbe, die gar nicht fürs Alter vorsorgen. Wie kommt er darauf? Weil diese nicht in der gesetzlichen Rentenversicherung abgesichert sind. Wissenschaftliche Untersuchungen haben aber gezeigt, dass die allermeisten Selbstständigen heute sehr wohl Altersvorsorge betreiben oder Vermögen haben. Wir sagen deshalb, Pflicht zur Altersvorsorge ja, aber 2 Dinge müssen sichergestellt sein. Erstens, es muss gründungsfreundlich sein. Das heißt, es muss Karenzfristen in jeder Gründungsphase geben, denn in den ersten Jahren haben Selbstständige anderes mit ihrem Geld zu tun, als fürs Alter vorzusorgen. Und zweitens, es muss echte Wahlfreiheit geben. Selbstständige entscheiden so viele wirtschaftliche und finanzielle Fragen jeden Tag. Sie müssen auch die Freiheit haben, selbst zu entscheiden, wie sie fürs Alter vorsorgen wollen. Und viertens brauchen wir vernünftige Förderinstrumente. Und dabei sollte es übrigens egal sein, in welcher Branche jemand gründen will oder ob er überhaupt ein Unternehmen aufbauen will, was Gewinn machen soll, oder ob es ein Social Entrepreneur ist, der einfach eine gute Idee hat, wie unsere Gesellschaft besser werden kann. Wir finden, bei Gründungsförderung seitens des Staates sollte allein die Innovativität der Idee im Mittelpunkt stehen. In NRW haben wir deshalb ein neues Gründerstipendium eingeführt. Worum geht's dabei? Gründer, die eine innovative Idee haben, kriegen pro Monat 1.000 Euro zur Verfügung gestellt, damit sichergestellt ist, dass der Kühlschrank voll und die Miete gezahlt ist und man sich auf die Entwicklung seiner Geschäftsidee konzentrieren kann. Das Gründerstipendium erfüllt sich in NRW großer Beliebtheit. Und deshalb sagen wir, lasst uns das doch nach ganz Deutschland ausrollen. Das waren unsere Ideen für eine neue Kultur der Selbstständigkeit. Wenn ihr euch für mehr Details interessiert, schaut einfach mal in den Antrag in der Videobeschreibung.